Die Einträge auf dieser Liste haben alle eines gemeinsam. Keiner hat diese Momente kommen sehen. Egal ob lustig, erschreckend, irritierend oder einfach nur doof. Die Clips in diesem Video zählen alle zur Kategorie Was habe ich mir hier gerade angeschaut? Los geht's! Namco hat nie davor zurückgeschreckt, albernen Humor in Tekken einzubauen. Die Enden sind oft am besten, denn je nachdem, mit wem du gewinnst, verwandelt sich dein Charakter in einen Bären, fliegt ins Weltall oder beschwert sich darüber, dass er im Vorgängertitel getötet wurde. Aber wenn du Tekken 5 mit Lee gewinnst, wirst du Zeuge des seltsamsten Endes der kompletten Reihe. Lee wird von einer Bikini-Lady am Pool eingeölt. Dann schwenkt die Kamera um zu einer Person im Tanga, die auf Lee zugeht und ihn fragt, ob er einen Drink möchte. Als die Kamera nach oben schwenkt, sehen wir, dass es sich bei dieser Person ausgerechnet um den 80-jährigen Heihachi handelt. Was für eine miese Bestrafung. Und vor allem, wer denkt sich diesen Kram aus? Eine der geilsten Szenen der Videospielgeschichte ist die, in der Dante in Devil May Cry 5 seinen Fausthut erhält. Michael Jackson scheint auch im Devil May Cry-Universum zu existieren. Denn Dante greift sich den Hut, setzt ihn sich auf den Kopf und legt die perfekteste Michael Jackson-Performance aufs Parkett, die wir je gesehen haben. Inklusive Moonwalk. Es gibt anscheinend nichts, was Dante nicht kann. Und er ist Michael Jackson-Fan. Das kam jetzt überraschend. Danke für diese Szene. Lucky what we have here, ladies. Another unsuspecting Ponce. Welcome! Die postapokalyptische Welt von Fallout New Vegas steckt voller unterschiedlicher Feinde, die dir in jedem Teil der Welt auflauern und dir an den Kragen wollen. Du rechnest mit allem, aber niemals mit dieser Art von Gegnern. Plötzlich wirst du in einer Sackgasse von drei älteren Damen angegriffen, die alle in Pink gekleidet sind, ein Nudelholz schwingen und rumbrüllen, dass du ihr nächstes Opfer wirst. Was zum Teufel? Es handelt sich bei diesen rosa Omis hier um eine echte Gang, und zwar um die unheimlichen Mordmuggers. Die Mordmuggers sind eine Anspielung auf einen Monty Python-Sketch. Die Ladies führen sich echt auf wie pöbelnde, angetrunkene Hooligans. Das Hackenslay Hades beginnt mit dem Halbgott Zagreus, der versucht, das Reich seines Vaters zu verlassen, in der Hoffnung, seine Mutter Persephone in der Oberwelt zu finden. Da Zack buchstäblich in den Eingeweiden der Hölle lebt, ist seine Suche leichter gesagt als getan. Um dem gigantischen Labyrinth des Hades zu entkommen, muss der Prinz der Unterwelt gegen unzählige Dämonen, Furien und sogar gegen einen Minotaurus und eine Hydra antreten. Um die Sache noch unfairer zu machen, kehrt Zagreus jedes Mal, wenn er ins Gras beißt, an den Anfang zurück. Der Schwierigkeitsgrad ist bockschwer. Dementsprechend groß ist die Genugtuung, wenn Zagreus endlich die Oberfläche erreicht und seine Mutter Persephone findet. Zu seinem Entsetzen muss er jetzt feststellen, dass er in der menschlichen Welt nicht überleben kann. Nur wenige Augenblicke, nachdem er seine geliebte Mutter getroffen hat, wird er zurück in die Unterwelt geschickt und muss sich erneut durch die Massen an Gegnern kämpfen. Und zwar ganze 6 Mal. Es gibt nicht eine Person auf der Welt, die von dieser Enthüllung nicht komplett überrumpelt wurde. Kurz bevor sie Persephone trafen, hatten Spieler immer den Eindruck, dass sie kurz vor dem Sieg standen. Doch in Wirklichkeit hatten sie hier gerade erst 15% ihrer Hauptkampagne abgeschlossen. Dass deine Feinde selbst ein Leben haben, beweist der Third-Person-Shooter Vanquish. Du fährst einen Fahrstuhl hoch und betrittst eine Ebene, in der Musik läuft. Was du dort hinten siehst, ist eine Boombox. Kein einziger der Roboter hat Bock, dich anzugreifen. Sie sitzen zusammen, chillen und tanzen. Erst wenn du den Abzug betätigst, hat dieses kleine Treffen ein Ende. So sieht also das Roboterleben aus, wenn sie nicht gerade auf der Lauer liegen. Der Katana-schwingende Travis Touchdown kehrt in No More Heroes 3 zurück, um die Welt vor einer drohenden Alien-Invasion zu retten. Obwohl die Reihe für ihren unkonventionellen Stil bekannt ist, übertrifft der folgende Bosskampf alles, was Fans bisher gesehen haben.
Travis weiß nicht, welche Art von Kampf als nächstes auf ihn wartet. Ein rundenbasierter Kampf oder eine Smash Bros. Ähnliche Schlägerei. Kein Aspekt des Spiels ist jedoch so verrückt wie der Boss Velvet Chair Girl. Wenn Travis und seine sprechende Katze die Disco-Arena betreten, versuchst du als Spieler zu erraten, wie der Kampf aussehen wird. Ein Tanzduell? Ein Rap-Battle? Ganz falsch. Velvet fordert Travis zu einem Duell heraus in Reise nach Jerusalem. Es wird sogar noch alberner. Jedes Mal, wenn Travis die nächste Runde übersteht, schreit Velvets Haustier-Tintenfisch Adrian! Genau wie Rocky Balboa am Ende von Rocky 1. Adrian! In anderen Spielen bestehen Bosse aus Titanen, Monstern oder sogar Göttern. In No More Heroes 3 streitest du dich mit dem Boss beim Klang von Kinderliedern um einen Stuhl. In God of War Ragnarök befinden sich Kratos und sein Sohn Atreus im Krieg mit dem nordischen Pantheon. Auf ihrer Reise durch die neuen Reiche treffen die beiden auf viele harte Gegner, darunter Valkyren und sogar Odin, der Allvater. Doch der Feind, der alle zum Zittern bringt, ist der nächste Anwärter auf den Thron von Asgard. Und das ist Thor. Der mächtige Donnergott erinnert Kratos daran, wer die Nummer 1 ist. Und Kratos findet kurz nach Beginn des Kampfes in einem Quicktime-Event sein Ende. Wenn der Ladebildschirm erscheint, erwartest du als Spieler, dass das Spiel dich zu deinem letzten Kontrollpunkt zurückbringt. Doch wie aus dem Nichts beendet Thor den Game-Over-Bildschirm, indem er Kratos durch einen Stromschlag wieder zum Leben erweckt. Und warum tut er das? Damit er Kratos erneut töten kann. Aus purer Bosheit. Auch wenn der finale Kampf im Thor weitaus epischer ist, hat nichts in God of War Ragnarök die gleiche Wirkung wie dieser meisterhafte Fake-Tod. Fast unmittelbar nach dem Erscheinen von Elden Ring wurde Malenia zum schwersten Boss aller Zeiten gekürt. Der Kampf mit ihr ist grausam hart. Selbst wenn du über sämtliche Upgrades verfügst und bis an die Zähne bewaffnet bist, ist es kaum möglich, ihrer Schnelligkeit und Gewandtheit etwas entgegenzusetzen. Nachdem du hier dutzende Male gestorben bist, atmest du irgendwann erleichtert auf, wenn Malenia zu Boden sinkt. Denn du weißt, dass du gerade den furchterregendsten Feind im Spiel besiegt hast. Leider ist Malenia noch nicht fertig. Plötzlich hüllt sie sich in eine Art Kokon und ersteht als Göttin der Fäulnis wieder auf. Wer dachte, die erste Phase sei hart gewesen, der wird mit Schrecken feststellen, dass der Kampf bis jetzt nur eine Aufwärmübung war. Malenias zweite Phase lässt Ornstein und Smaug wie ein Kinderspiel aussehen. Ihre Angriffe sind nicht vorhersehbar, sodass es fast unmöglich ist, allem auszuweichen. Das Schlimmste ist aber, dass sie fast ihre gesamte Lebensenergie in kürzester Zeit wiederherstellen kann, wodurch der Kampf immer wieder von vorn beginnt. Wir hatten mit einer Herausforderung gerechnet, aber nicht mit einer Ohrfeige. Macht euch eine schöne Zeit bis zum Jahresende und habt einen Mega-Start in 2024. Wir sehen uns!